Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einer weiteren Final Fantasy VII Let's Play Folge. Wir sind in der achten Folge, haben jetzt endlich die erste Hauptmission beendet, die es im Original so nicht gab. Wer die verpasst hat, schaltet die letzten beiden Videos zurück oder die letzten zwei Folgen zurück. Die Hauptmission verteilt sich über zwei Folgen. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß bei der achten Folge. Ich bin gespannt, was uns noch so erwartet. Und lasst gerne dem Let's Play schon mal einen Daumen da, ein Abo, wenn ihr neu seid, wenn ihr rund um das Let's Play nichts verpassen wollt, würde ich mich sehr drüber freuen. Das war ein merkwürdiger Schatten. Ein bisschen lauter machen, ich höre gar nichts. Ist eigentlich nochmal neue Nebenaufgaben? Nee. Und das ist auch interessant. Die komplette Karte in den Slums ist jetzt wieder komplett grau, um darzustellen, dass ich da jetzt nicht nochmal war. Vielleicht gibt's was Neues zu entdecken. Sind draußen. Seht doch, seht! Die neuesten Zahlen für die erlegten Bestien. 68 noch immer. Ich gehe mal kurz hier in den Waffenladen und schau mal, ob es irgendwas Neues gibt. Ich hoffe, meine Waffen helfen dir, den Frieden in den Slums zu bewahren. Kaufen, kaufen, kaufen. Eisenreif, Sternreif, Accessoires. Okay, es gibt nichts Neues, wie es aussieht. Oh doch, was haben wir denn hier? Ohrring. Ohrring, die mit dem Materiafragment bestückt sind. Magiewert erhöht um 5%. Hm. Ja, brauche ich jetzt nicht zwingend. Ja, sparen wir noch ein bisschen Kohle. Bin nicht blind. Da geht's lang. Hier wohnt Bix. Scheint noch nicht zurück zu sein. Sieht so aus. Wahrscheinlich sind die wieder wild am Analysieren. Also, gibt nach jedem Einsatz so eine Art Nachbesprechung. Kann ziemlich hitzig dabei zugehen. Hätte ich nicht gedacht. Mach mir etwas Sorgen. Ach, egal. Dann lass uns mal zu Jesse gehen. Hab mich mit ihnen gestritten, weil ich aus Midgard bin. Die ehemaligen Angestellten. Was ist, wenn noch so eine Explosion kommt? In diesem Wohnheim lebt Jessie. Aber Männer dürfen da nicht rein. Aha. Sie wohnt mit anderen jungen Schauspielerinnen zusammen. Komm bloß nicht auf dumme Gedanken. Hörst Wohnheim du? Mit Gittern, sicher auch nicht. Geil. Die anderen Mädels reden nämlich gern. Das ist in unserer Situation zu riskant. Fliegt die Sache mit Avalanche nicht auf? Niemals. Immerhin ist Jessie eine ziemlich gute Schauspielerin. Aber trotzdem... Komm bloß nicht auf dumme Gedanken. Was soll das heißen? Brauchst gar nicht so unschuldig tun. Ja, komm, wir Männer gucken noch mal. Da drin nichts zu suchen, sag Entschuldigung. Ich bin nur neugierig. So. Kann ja mal ein bisschen gucken, ob es was Neues gibt. Wusstest du von der geheimen Arbeit im Reaktor? Die Sektor... Morgen gehe ich nach Sektor 5. Hier wimmelt's überall von Katzen. Na kommt, meine Kleinen. Kommt, kommt schon her. Wir haben Besuch. Die drei hier haben heute aufs Haus aufgepasst. Ah ja. Ist ja putzig. Danke fürs Nachhausebringen. Die Wunde. Schmier was drauf. Wird gemacht, Kumpel. Hör bitte auf, mich so zu nennen. Keine Angst, meine Schnuckis. Der Klaus ist ein ganz lieber. Von hier aus seid ihr. Fein, wie brav ihr seid. Ja, fein, wo seid ihr? Wusstest du von der Geheimarbeit? Also gehen wir jetzt doch hierher. Naja, gibt keinen Aufpasser. Da bist du ja, Klaus. Hab grad an dich gedacht. Na dann. Hier, bitte. So, die nächste Substanz. Gute Arbeit, Herr Alleskönner. Ah. Und weil du so toll warst, Barriere. Noch was extra. Ich denke, das reicht. Na gut. Mensch, jetzt hab dich Morgen doch nicht Abend so. Schon was vor. Da hab ich nämlich sturmfrei. Ja, schön für dich. Kannst du jetzt bitte loslassen? Mach ich, aber nur, wenn du kommst. Hey, wenn du kommst. Okay, okay.
Ich denke drüber nach. Juhu! Ich habe auch noch eine besondere Pizza im Kühlschrank. Pizza geht immer. Spezial. Mit Malken, Lucken, schwarzen Müllen und roten Schillen. Na? Oh ja, die mag ich am liebsten. Mit extra Käse. Sagen mir nichts. Schon gut. Überlass alles einfach mir. Träum süß. Wiedersehen. Von Sauerkraut. Okay. Oh, wen haben wir hier? Oh, Cloud. Schön, dich zu sehen. Wo ist Wedge? Zu Hause. Ah, das freut mich zu hören. Wir sollten alle gut schlafen. Morgen ist ein wichtiger Tag. Ich sah den Plan schon scheitern, als Wedge meinte, er sei angeschossen worden. Vor Barrett hätte ich das nie verantworten können. Schließlich sind wir ohne sein Wissen auf die Platte gegangen. Aber wir hatten auch nicht wirklich eine Wahl. Ging schließlich um Jesse. Bix. Jesse bastelt jetzt vermutlich die Bombe. Ob sie die überhaupt rechtzeitig fertig kriegt? Vielleicht sollte ich ihr helfen gehen. Beruhig dich. Hm? Tut mir leid. Aber ich habe da so ein mieses Gefühl. Sowas wie eine seltsame Vorahnung. Verstehst du? Denk an Slum-Regel Nummer 1. Hast recht. Gute Nacht. Dir auch. Vielen Dank für alles, Cloud. Kiefer. Es ist schon spät. Okay. Ah, ich ahne jetzt schon den nächsten Flashback. Na. Ja? Warst ziemlich lange weg? Nur spazieren. Aha. Weißt du, ich habe Johnny getroffen. Er sagt, er verlässt die Stadt. Hm? Ah, der Typ. Was machst du? Bleibst du denn noch eine Weile hier? Eine alte Freundin steckt in Schwierigkeiten. Ich helfe ihr. Das muss ich. Hab's mal versprochen. Damals hätte ich nicht im Traum daran gedacht, dass es so schlimm wird. Willst du vielleicht reden? Ich bin da. Wie? Cloud, was ist denn mit dir los? Wieso? So einfühlsam kenne ich dich gar nicht. Ist das schlecht? Mm-mm. Im Gegenteil. So machst du Marlene auch keine Angst mehr. Jedenfalls bin ich erleichtert, dass du wieder da bist. Aber jetzt bin ich müde. Ich gehe besser ins Bett, auch wenn ich am liebsten die ganze Nacht reden würde. Okay. Schlaf gut, Cloud. Ach, Mann. Du auch. Ich muss mal ganz kurz meinen Controller wechseln. Ich stelle nämlich fest, ich habe den falschen Controller gerade in der Hand. Weil hier mein Aiming-Controller viel zu viel Krach macht mit den Metalltasten. Oh, da ist der Flashback. Ah ne, das ist kein Flashback, das ist Käse. Schlaf. Vergiss all deine Sorgen. Cloud! Was ist
los. Schnell! Komm mit! Wir wollten gerade aufbrechen, als die plötzlich auftauchten. Und jetzt? Barrett und Jesse kämpfen, aber lange geht das nicht gut. Nichts wie hin. Ja. Bereit? Immer. Schnell, zur Bar. Mal sehen, ob man die besiegen kann. Bringt das überhaupt was? Das haut aber ordentlich. Es tauchen immer mehr auf. Ende. Zack. Hier. Der Feind ist geschwächt. Kleine Show, gefällig? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das was bringt, aber einfach nur immer so ein bisschen drauf einzuschlagen. Welche letzten Worte? Was sind das für Kreaturen? Sie werden durch Berührung sichtbar. Mehr kann ich dir leider auch nicht sagen. Okay, doch. Nicht mein Soldat weiß was über sie. Ich weiß, dass man sie töten kann. Das müssen wir wohl auch. Wie schnell der Limit Break voll war. Oder das Limit Break. Nicht schon wieder. Gibt's noch einen Weg? Ja, hier lang. Also aktuell denke ich ja. Hier also auch. Dass das nur ein Traum ist. Ich hab das Gefühl, die versuchen uns aufzuhalten. Ja, die kann doch sonst groß keiner sehen. Hier lang. Machst du gut. Oh. Das muss ein Albtraum sein. Die überschwemmen die Slums sehr regelrecht. Geh mir nicht unter. Ich bleib nicht hinter dir. Die ahnen wahrscheinlich genau, was wir vorhaben. Ich will natürlich nichts spoilern, ich kenne mich ja mit der Story nun echt gut aus. Aber für alle, die es nicht kennen, halte ich einfach meine Klappe und vermute da nicht zu viel rein. Es sind so viele! Jesse! Barrett! Na endlich! Es werden immer mehr! Verdammt! Haltet durch! Cloud! Ich komme! Weg da! Ich bin bereit. Keinen Kampf! Vielen Dank, Cloud. Geht's? Ja! Es ist vorbei! Ich seh dich! Ja. Ja. Genug! Was macht es jetzt? Komm! Ja. Verzieh dich! Das ist ja der Master of Disaster von diesen Geistern. Was? Es ist vorbei! Der Feind ist geschwächt. Und tschüss! Tilt. Ja. Verzieh dich! Wo gerade noch so im Schockzustand erwischt. Geht's noch, Jesse? Oscar! Oh nein! Verdammt! Was denn jetzt? Jesse! Bist du verletzt? Ich schusse. Aus! Vorsichtig! Hier gibt's nichts zu kaufen, verdammt! Tja, was waren das denn überhaupt für komische Viecher? Naja, in diesem Giftsumpf, da wundert mich mittlerweile eigentlich gar nichts mehr. Tja,
Schönen Dank auch, Shinra. Alles okay? Das würde ich ja gerne behaupten, aber... Oh. Sonst bin ich nicht so ein Tollpatsch. Es tut mir wirklich leid. Ach was. Okay, es war tatsächlich kein Traum. Interessant. Bist du etwa verletzt, Jesse? Bist du in Ordnung? Jetzt übertreib mal nicht. Ich bin topfit. Naja, trotzdem solltest du dich ausruhen. Quatsch! Du setzt dich hin und ruhst dich aus. Wie? Und was ist mit der Mission? Bix ist doch längst im Reaktor. Es gibt jetzt kein Zurück mehr, Barrett. Ich mach deinen Teil einfach mit. Das wird ja immer besser. Mach dir keine Sorgen, Jesse. Ich springe für dich ein. Ist erstmal was meiner. Cloud, wärst du einsatzbereit? Das kostet aber extra. Am Geld soll's nicht scheitern. So, Cloud ist dabei. Dann weiter nach Plan. Pass mir ja gut auf meine Leute auf. Wedge, du bleibst hier bei Jesse und Marlene. Wie? Aber ich kann doch mitkommen. Du musst sie beschützen, Wedge. In Ordnung? Alle wissen, was zu tun ist? Unser Ziel ist Reaktor 5. Wir treffen uns am Bahnhof, sobald alle soweit sind. Hier hast du dein Geld. Das sollte aber mehr als genug sein. Soldat, ich zähle auf dich. Ex-Soldat. Auf zur nächsten Mission. Okay, zeig mal her hier. Da laufen wir quasi hin. Lass mich mal wissen, ob ich in dieses Versteck komme ich tatsächlich nicht rein. Das ist echt komisch. Jetzt verpasse ich schon wieder einen wichtigen Auftritt. Vielleicht ist das ja meinem Lampenfieber zuzuschreiben. Gebt immer ein nächstes Mal. Ach, versuchst du etwa, mich zu trösten? Danke, Cloud. Na gut, dann schauen wir mal, ob auf dem Weg zur Hauptmission noch irgendwas auf uns zukommt. Tifa? Puh, auf in den Kampf. Komm schon, Tifa. Atme mal tief durch. Wie? Du wirkst angespannt. Hast recht. Okay, gehen wir. Die Ausrüstung von Gruppenmitgliedern, die einmal deine Gruppe angehört haben, lässt sich auch in ihrer Abwesenheit anpassen. So kannst du bei Bedarf benötigte Materie oder Auswas austauschen. Sehr, sehr schön. So, kommst du mit oder? Ja, du kommst mit. Das ist auch toll. Wo muss ich denn eigentlich lang? Okay, einfach noch da. Dabei hätte ich gedacht, dass mit der Bürgerwehr. Der Typ, der sich die Explosion der Schilder verhindert. Stopp. Angeblich wollen ein paar von der Platte. Moment. Ja, kann man auch echt oft verkehrt laufen. Moment, ich möchte nochmal schauen, ob ich hier jetzt lang kann. Es ist ein weiter. Der Weg ist ja immer noch ja, na, okay, ich brauch's gar nicht versuchen. Ich glaube, ich bin falsch. Nee, bin ich nicht. Hallo Cloud, deine Fähigkeiten sind wirklich bemerkenswert. Ich bin dir jedes Mal sehr dankbar für deine Unterstützung.
Ich konnte wieder neue Materia entwickeln. Na, dann zeig ich mal her. Luft. Also Aero, logischerweise. 3 auf Lager. Ach, der hat gar nicht... Man kann das quasi nicht unendlich oft haben. Das kostet auf einmal 2000. Das ist natürlich heftig. Analyser Hammer. Auto wieder brauchen wir nicht. ATB Boost. Ermöglicht mit L und R1 den Einsatz von ATB Boost. Bei Aktivierung wird der Stand der ATB-Leiste verdoppelt. Kann nicht in kurzen Folgen ausgeführt werden. Die nehmen wir doch einfach mal mit. Ausverkauft. Autovita möchte ich mir verkneifen, das ist klar. Ach, man sieht sogar, je nach Stufe, wie oft das eingesetzt wird. Aber eigentlich könnte man das Autovita auch einem Charakter zusätzlich geben, den man nicht steuert. Da verzichte ich aber vorerst drauf. Ich freue mich auf weitere Daten zu meinen Kampfberichten. Jetzt möchte ich mal kurz gucken. Wo kommt... Gibt es überhaupt Leute, die heute auf die Platte fahren? Ja, heute Morgen habe ich ein paar Angestellte von Shinra gesehen. Wo kommt denn die Melodie her? Hoffentlich passiert komm schon, Kumpel. Links? Ich streichle dich auch. Die Lebensmittelknappheit bleibt uns erstmal erspart. Ich werde die Waren, die du kaufst, als Favoriten des Alleskönners ausschreiben. Ach ja. Das wird es wahrscheinlich sein, was hier die ganze Zeit läuft. Und... Ja, es ist es. Ach, jetzt erkenne ich die Melodie erstmal. Wir können ja mal wieder in die Waffenmodifikationen reingucken. Oh, Barrett hat schon 25. Ich wollte gerade sagen, aber kommt bestimmt irgendwann, erweitert sich das. Mich interessiert nämlich zum Beispiel nicht der Schaden von dem Schwertwirbel. Erhöht die magische Attacke. Das interessiert mich jetzt eigentlich auch. Ja, weniger. Wie komme ich denn da hin? Moment. Ah, stopp. Das könnte... Hat ja wunderbar funktioniert. Ich glaube, jetzt bin ich auf dem Falschen. Nee. Doch nicht. Wie skippe ich jetzt rüber auf den anderen... Ah, Kern wechseln, da steht's. R2 oder L2 wieder zurück. Magische Attacke plus 8. Physische Attacke, das interessiert mich nämlich viel mehr. Ich hau halt lieber drauf. Physische Abwehr ist auch cool. Magische Abwehr plus 5. Okay. Weil der Zauber aktuell Stufe 2, der macht schon ordentlich Bums. Okay, das reicht, denke ich. Dann werden wir das jetzt bei Tifa ebenfalls machen. Physische Attacke, zack. Zusätzlicher Materia-Slot. Oh, das ist natürlich auch geil. Das machen wir gleich. Moment, wir lesen mal noch, was es noch Schönes gibt. Schaden von Entfesselung plus 10%. Oh, ne Scheiße, das Durchsetzen ist manchmal ein bisschen bescheiden. TP Maximum 150. Ne, das mit dem Materia-Slot gefällt mir. Schauen wir doch gleich mal rein, was wir hier noch... Was ist das? Modifikationsmodus? Stopp, was ist denn das? Wähle eine Waffe mit Dreieck, kannst du den Modifikationsmodus wechseln. Was ist ein Modifikations... Ach so, das ist, weil sie ja kein Hauptcharakter ist. Wahrscheinlich das, was sie machen soll, während sie automatisch selber kämpft. Okay, das ist mir auch noch neu. Ich lasse es auf ausgewogen, denke ich. Den Modus wechseln. Bei der Einstellung automatisch werden Waffenmodifikationen im Austausch gegen WP automatisch freigeschaltet. Ach, nee, stopp. Nee. Das habe ich dann falsch verstanden. Der verteilt dann quasi automatisch die WP. Das ist scheiße, das wollen wir nicht. Wir gehen jetzt nochmal... auf dieses Schwert und den extra Materia-Slot, den hätte ich nämlich gerne auch. Ach nee, den hatte das Schwert gar nicht. Schade. Jetzt verteilen wir hier für Barrett mal noch ein bisschen. Der hat nämlich ordentlich WP, 25, das ist schon nicht so schlecht.
Ich denke mal, das wird je nachdem der Fortschritt der Missionen freigeschaltet. Physische Attacke, logischerweise. Dann haben wir hier zusätzlichen Materia-Slot. Hatte ja schon im ersten Kern, auch geil. Das braucht man nicht. Jetzt wechseln wir mal rüber. EP Maximum, magische Abwehr, physische Abwehr. Physische Attacke, das ist immer geil. Physische Attacke immer draufhauen. So, den Rest lassen wir erstmal offen. Okay. Jetzt hauen wir hier mal bei. Kriege ich es noch hin? Ach du Scheiße, jetzt erstmal einen Überblick behalten, was hier alles schon verteilt wurde. Ich werde auf jeden Fall behandeln einmal reinmachen, weil verkehrt kann es nicht sein. Ach, den Kaktor habe ich ja auch noch. Na klar. Und viel mehr haben wir aktuell nicht. Krafttreff ist bei Cloud drin. Machen wir noch den Talisman rein. Gut. Ich warte auf. Ich kann mich nicht mehr zurückhalten. Ich auch nicht, mein Liebster. Da seid ihr ja. Sobald wir im Zug sind, beginnt der Einsatz. Bist du für alles bereit? Ja. Bix, er hat bestimmt schon angefangen. Wir müssen die Zeit wieder aufholen. Und verschieben geht nicht? Weißt du, wie viele bei der Aktion involviert sind? Die lässt sich nicht einfach so verschieben. Und die Bürger haben wir auch schon gewarnt. Im Kampf gegen Shinra zählt jeder Tag. Ist alles deren Schuld. Wir ziehen das durch.